Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte hier auf violmediatv.de. Erneut senden wir aus dem Studio, weil die Live-Aufnahme, der Live-Mitschnitt leider technisch defekt gewesen ist. Und deswegen noch einmal hier die Zusammenfassung dessen, was wir in der 59. Folge gemeinsam studiert haben. Wir wollen heute einen Abschnitt behandeln, einen kurzen Abschnitt im Leben Jesu, der eher weniger oft besprochen wird, aber trotzdem sehr interessant ist. Der Hauptabschnitt wird in Markus 1 und dort Vers 29 bis 34 sein, mit den dazugehörigen Parallelberichten. In Matthäus 8, Vers 14 bis 17 und Lukas 4, Vers 38 bis 41. Aber bevor wir beginnen, wollen wir wie gewohnt ein Gebet sprechen. Und dazu lade ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für diesen wunderschönen Tag und für die Gelegenheit, jetzt dein Wort zu studieren. Bitte schenke uns Weisheit. Schenke uns deinen Heiligen Geist und gib, dass wir in deinem Wort kostbare Schätze finden, die uns näher zu dir ziehen und in denen wir verstehen, wie du wirklich bist. Und wir danken dir, dass du deinen Segen auf dein Wort gelegt hast. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben das letzte Mal in Folge 58 gesehen, wie Jesus an diesem denkwürdigen Sabbatvormittag in der Synagoge von Kapernaum gepredigt hat. Und wie der Satan versucht hat, dort durch einen Besessenen die Predigt zu stören. Und Jesus, über dessen Lehre man sich erstaunt hatte, war in der Lage, durch sein Wort diesen dämonbesessenen Menschen zu heilen. Wenn man vom Gottesdienst geht, dann erzählt man ja oft, wie man die Predigt fand und man kritisiert vielleicht das und lobt das andere. Mit Sicherheit haben die Gottesdienstbesucher an jenem Sabbat, als sie aus der Synagoge hinauskamen und in ihre Häuser gingen, viel zu berichten gehabt und sich ausgetauscht über diese außergewöhnliche Predigt, die Kraft, die im Wort Jesu war und dann natürlich auch diese spektakuläre Heilung des Besessenen. Und auch Jesus ging nach dem Gottesdienst, sagte, aus der Synagoge. Und wir lesen in Markus 1 und dort Vers 29, direkt im Anschluss an diese vorige Geschichte. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Das Wort sogleich ist eines der Lieblingsworte des Markus. Seins ist das kürzeste Evangelium, wo wenig Lehren von Jesus und viel Aktionen zu finden ist. Und dieses Wort sogleich drückt das immer wieder auf. Sogleich. Offensichtlich lebte damals hier die ganze Familie im Ganzen zusammen. Simon mit seinem Bruder Andreas und auch mit seiner Frau und deren Mutter, also Simons Schwiegermutter. Obwohl bereits, wie wir gesehen haben, Simon Petrus sein Netz verlassen hatte, sein Boot verlassen hatte, den Beruf des Fischers aufgegeben hatte, um jetzt Vollzeitmissionar, ein Menschenfischer für Jesus zu sein, hatte er immer noch ein Zuhause. Der Ruf Jesu in den Vollzeitdienst hat den Simon Petrus nicht automatisch zum Obdachlosen gemacht. Und er hatte eine Familie. Wie wir deutlich sehen, war er verheiratet, wie das jetzt aus Vers 30 hervorgeht. Dort heißt es, Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Also hier wieder dieses sogleich. Die Tatsache, dass Petrus verheiratet war, wird auch an einer anderen Bibelstelle deutlich, nämlich in 1. Korinther 9 und dort Vers 5. 1. Korinther 9 und dort Vers 5, als der Paulus sagt, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Also hier lernen wir, dass Petrus nicht nur verheiratet war, er hat sogar dann seine Frau auf die Missionsreisen und die Unternehmung mitgenommen, obwohl wir nie etwas von ihr erfahren, sie nie mit Namen erwähnt wird oder auch nur als Person greifbar ist, war sie doch immer auch wohl gegenwärtig und ist von Petrus mitgenommen worden. Ein Beispiel dafür, dass im Wirken der Apostel mehr Personen gegenwärtig waren, als man das manchmal aus dem biblischen Bericht so direkt ableiten kann.
Wichtig zu betonen ist natürlich noch einmal, dass Petrus, einer der wichtigsten Apostel, tatsächlich verheiratet war. Und die Idee eines Zölibats, das in der römischen Kirche ja hochgehalten worden ist und das dann auch gewisserweise auf Petrus zurückgeführt, oder wo die Päpste sich auch auf Petrus zurückführen, diese Lehre des Zölibats wird in 1. Timotheus 4, Vers 3 angesprochen und dort nicht in besonders positivem Licht. 1. Timotheus 4 und dort Vers 3. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Sie verbieten zu heiraten. In dem Vers 1 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Die Lehre, dass jemand aufgrund eines geistlichen Amtes nicht heiraten darf, ist nach der Bibel eine Lehre von Dämonen. Und das einfach hier nochmal als Bestätigung dieses biblischen Konzept, dieser biblischen Idee, dass auch ein leitender Geistlicher, ein Führer der Gemeinde selbstverständlich verheiratet sein kann. Nun, sie kommen dort in das Heim von Petrus und seiner Großfamilie und es stellt sich heraus, die Schwiegermutter von Petrus ist krank. Es heißt, sie sagten ihm sogleich von ihr. Und damit ist ein Prinzip angesprochen, das wir in Jakobus 5 finden. Was tun, wenn Gläubige in der Gemeinde krank sind? Jakobus 5 und dort Vers 14 und 15. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Nun, Jesus war nicht einfach ein Gemeindeältester, er ist das Haupt der Gemeinde, der Leiter der Gemeinde schlechthin. Und als die Schwiegermutter von Petrus so krank da lag, da haben die Jünger dieses Prinzip angewandt, ohne sich dessen vielleicht so bewusst zu sein. Sie haben den Ältesten der Gemeinde gerufen. Es wurde zwar wohl kein Öl verwendet, aber das Öl ist ja ohnehin nur ein Symbol für das, was Gott tun kann durch den Heiligen Geist. Und es heißt ja, dass der Herr durch das Gebet aufrichten wird. Behalten wir das einmal im Hinterkopf. Nun, über dieses Fieber wird uns bei Markus nicht mehr berichtet, aber Lukas, der Arzt, hat noch ein bisschen Details dazu zu sagen. Er ist ja etwas als Fachmann diagnostischer daran interessiert, was das genau gewesen ist. Und so lesen wir in Lukas 4, Vers 38 im Parallelbericht. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Das Wort für heftig hier im Griechischen heißt eigentlich groß, ein großes Fieber. Und dahinter verbirgt sich nicht einfach nur eine Verallgemeinerung, sondern tatsächlich war es so, und daran zeigt sich wiederum, dass Lukas als Arzt etwas von seinem Gebiet verstand, dass in der Antike die Mediziner zwischen zwei Arten von Fieber unterschieden, zwischen dem großen Fieber und dem kleinen Fieber, obwohl vielleicht nicht immer aus unserer Sicht heute ganz klar dann war, wo dann die Trennlinie war, aber man unterschied zwischen dem großen Fieber und dem kleinen Fieber. Und Lukas berichtet uns, dass die Schwiegermutter des Petrus das große Fieber hatte, das offensichtlich ernst war, nicht einfach nur die erhöhte Temperatur, die man hat, wenn man sich erkältet hat und dann sich ein bisschen unwohl fühlt und dann mit einfachen Naturheilmitteln das schnell wieder senken kann. Nein, das war ernster, es war heftig, es war das große Fieber. Und deswegen haben sie nicht nur Jesus etwas gesagt davon, sondern sie baten ihn auch, ja, wie wir hier lesen. Sie haben ihm berichtet, dass diese Frau krank ist und haben ihn gebeten, ihr zu helfen. Aber wir müssen noch ein Detail erwähnen, das uns von Matthäus noch ergänzend gesagt wird. In Matthäus 8 und dort Vers 14. Matthäus 8, Vers 14. Matthäus berichtet die Geschichte etwas außerhalb der chronologischen Ordnung. Wir lesen hier, und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Also wenn wir alles zusammenfassen, kommen sie also nach Hause. Man
Man sieht den Zustand der Schwiegermutter des Petrus. Man berichtet Jesus davon. Man bittet ihn, ihr zu helfen. Und dann kommt Jesus und sieht diese arme Frau so heftig vom Fieber gequält. Zurück zu Markus 1 und dort Vers 31. Es heißt hier, und er, Jesus, trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Erinnern wir uns, was in Jakobus steht, dass das Gebet des Glaubens ihn aufrichten wird, den Kranken. Jesus richtet auf. Wir müssen also verstehen, dass auch in Jakobus, wenn es dort um das Gebet für den Kranken geht, um die Krankensalbung, dass es Jesus ist, nicht Worte von Menschen, nicht irgendeine Zeremonie, nicht das Öl, nicht irgendeine Formel, die dahergebetet wird, sondern Jesus ist es, der aufrichtet. Wir wollen ihm von den Nöten sagen, wir wollen ihn bitten und er sieht dann, er entscheidet, was zu tun ist. Und in diesem Fall trat er hinzu, er ergriff ihre Hand. Er hat nicht nur von der Ferne das gemanagt, nein, er kam ihr nahe, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und es heißt hier, und das Fieber verließ sie sogleich. Und da ist natürlich Markus wieder in seinem Element, der wieder dieses Wort verwendet, sogleich. Das Fieber verließ sie sogleich und sie dienten ihnen. Und sie diente ihnen. Das ist ein interessanter Nachsatz. Die Frau ist unfähig, Jesus zu dienen, solange sie krank ist. Jesus erwartet nicht von ihr, dass sie erst einmal etwas tut, damit er sie dann heilt. Sie ist hilflos und das sieht er. Und deswegen geht Jesus in Vorleistung. Er macht den ersten Schritt, er heilt sie. Und aus Dankbarkeit für das, was Jesus an ihr getan hat, ist sie jetzt bereit, ihm zu dienen. Ein schönes Bild auch für die Erlösung. Wir sind alle krank mit dem heftigen Fieber der Sünde. Wir liegen hilflos da nieder. Jesus sieht das. Jesus richtet uns auf. Er vergibt uns. Und aus Dank wollen wir ihm dienen. In den Psalmen wird dieses Konzept der Dankbarkeit immer wieder ausgedrückt. Zum Beispiel hier in Psalm 103, Vers 1 bis 3. Ganz bekannte und berühmte Verse. Psalm 103, Vers 1 bis 3. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Auch hier sehen wir diesen engen Zusammenhang zwischen der Krankenheilung und der Vergebung der Sünden, wie wir schon an anderer Stelle gesehen haben und immer wieder auch betont werden in dieser Serie, sind natürlich die Krankenheilung vor allem auch Illustrationen, sozusagen Gleichnisse des Evangeliums. Jesus kam nicht primär auf die Erde, um Kranke zu heilen, obwohl das sogar die meiste Zeit in Anspruch nahm. Aber Jesus hat nicht alle Kranken geheilt und die Krankenheilung würde den Menschen nur ein paar mehr Jahre geben. Jesus kam, um die Sünde hinwegzunehmen, um den Menschen ewiges Leben zu geben. Und die Krankenheilung ist davon natürlich nur ein Abbild, das immer natürlich im Hinterkopf zu behalten. Aber die Idee ist hier, dass David, der erlebt hat, dass er befreit worden ist von den Sorgen und Nöten, von der Last der Sünde, dass er den Herrn lobt und es nicht vergessen will, was Gott Gutes getan hat. Kannst auch du, lieber Freund, liebe Freundin, das bestätigen, dass Gott gut ist? Kannst auch du ihn loben und dir vornehmen, nicht zu vergessen, was er dir Gutes getan hat? Gott hat Großes in meinem Leben getan, immer und immer wieder. Und es ist gut, dass wir ihn dafür loben und dass wir aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang oder Tradition, sondern aus Dankbarkeit für das, was Jesus persönlich für uns getan hat, dass wir ihm dienen. Psalm 116 und dort Vers 12. Psalm 116, Vers 12. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir? Eine rhetorische Frage. Man kann nicht aufwiegen, was Gott für uns getan hat. Auch die Schwiegermutter des Petrus konnte auch durch das beste Essen nicht aufwiegen, was Jesus für sie getan hat. Aber sie konnte als Reaktion darauf zeigen, wie dankbar sie war. Sie konnte ihre Freude zum Ausdruck bringen. Es war nun das Natürlichste, dass sie Jesus diente.
Wir kennen ihren Namen nicht. Wir wissen weder, wann sie geboren ist, wo sie geboren ist, was sie sonst im Leben getan hat. Sie taucht namenlos als Verwandte des Petrus kurz auf und verschwindet dann wieder im Nebel der Geschichte. Und doch ist sie ein ganz normaler Mensch, der in einer schwierigen Situation Jesus begegnet, von Jesus geheilt wird und aus Dankbarkeit gerne Jesus dient. 2. Korinther 5 und dort Vers 14. 2. Korinther Kapitel 5 und dort Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Die Liebe, sagt Paulus, drängt uns, weil wir gesehen haben, dass was er für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, so wollen wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn, wir wollen ihm dienen. Das ist sozusagen auf der Evangeliumsebene genau das, was diese Schwiegermutter des Petrus erlebt, als sie vom Fieber geheilt wird. Interessant ist vielleicht noch hier zu sehen, wie Jesus sie vom Fieber befreit hat. Wir haben ja schon gesehen, er trat zu ihr und hat sie an der Hand genommen, hat sie aufgerichtet. Aber Lukas erwähnt noch ein Detail, das wichtig ist zu betonen. Es heißt hier in Vers 39 in Lukas 4, und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Das heißt, Jesus hat nicht einfach nur die Hand genommen und gezogen, es war sein Wort. Er hat dem Fieber befohlen und das Fieber verließ die Frau. Das ist deswegen interessant, weil wir im selben Kapitel, direkt vorher, in der Geschichte vorher, ebenfalls den Umstand hatten, dass Jesus befohlen hatte. Wir lesen in Lukas 4 und dort in Vers 35, als der Besessene auf Jesus zukommt, da heißt es, und dann der Dämon aus dem Besessenen spricht, da heißt es in Vers 35, und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Am Vormittag hatte Jesus dem Dämon in dem Besessenen befohlen im Gottesdienst. Am Nachmittag befahl Jesus dem Fieber der Schwiegermutter des Petrus. Auf dieselbe Art und Weise, wie Jesus den Dämon ausgetrieben hatte, heilte er auch vom Fieber. In unserer menschlichen Vorstellung sind das vielleicht zwei völlig verschiedene Dinge, die nicht durch dasselbe Mittel geheilt werden können. Fieber, da glauben wir, dass wir vielleicht sogar fast, vielleicht so ohne Gott mit unseren Naturheilmitteln ganz gut zurande kommen. Dämonen sind in unserer Vorstellung oft ein so großes Problem, dass selbst einfaches Gebet nicht ausreicht, sondern dass man erstmal Formeln und Absagebete und alles Mögliche sprechen muss. Aber hier sehen wir, dass das Wort Jesu genauso das Fieber entfernt, wie es den Dämon entfernt. Das Wort Gottes hat Kraft. Egal, ob das Problem sehr groß oder vielleicht überschaubarer ist. Ob das Problem außergewöhnlich oder alltäglich ist. Ob das Problem übernatürlich oder einfach eine natürliche Krankheit ist. Es ist immer das Wort Gottes. Es ist immer die Gegenwart Jesu. Seine Berührung, sein Wort, sein Wirken befreit. Und dann lesen wir in Markus 1 und dort Vers 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Der Grund, warum sie bis zum Sabbatschluss warteten, als die Sonne unterging, war ganz einfach. Die meisten Kranken konnten nicht alleine laufen, sie mussten getragen werden, aber das Tragen einer Person war verboten. Wir haben ja in Johannes 5 gesehen, dass schon das Tragen einer Bahre als Sünde gesehen wurde. Wie viel mehr, wenn auf der Bahre noch eine Person gelegen hätte, das also noch schwerer gewesen wäre. Da waren also Menschen, die gerne früher zu Jesus gekommen wären, die allerdings den gesamten Sabbat gewartet hatten, dass endlich der Sabbat vorbei ist. Tatsächlich. Sie hatten im Gottesdienst am Vormittag die überwältigende Kraft Jesu
erlebt. Und damit eigentlich die schöpferische Kraft, die, an die der Sabbat ja gedenken sollte. Aber die zusätzlichen, aus menschlicher Logik und menschlicher Vernunft gemachten Regeln der Pharisäer führten dazu, dass Menschen zwar den Sabbat hielten, keine Arbeit taten, aber in Wirklichkeit sich das Ende des Sabbats herbeisehnten, damit sie endlich Jesus treffen können. Das ist doch wirklich eine kuriose Sache. Es ist möglich, tatsächlich, dass menschengemachte Regeln uns von Jesus abhalten? Manche Menschen erwarten das Ende des Sabbats, damit sie endlich wieder das tun können, was sie sonst die Woche über tun wollen. Aber diese Menschen warteten nicht, damit sie endlich wieder zum Sport gehen könnten oder irgendwelche Dinge tun, die am Sabbat vielleicht nicht so angemessen werden. Sie warteten darauf, zu Jesus kommen zu können, damit er die Menschen heilt. Hüten wir uns davor, menschliche Regeln aufzustellen und sie mit Zwang durchsetzen zu wollen, auch wenn sie vielleicht ganz vernünftig erscheinen. Es kann sein, dass wir in diesem Fall sich diese Regel als Hindernis erweist für Menschen, die Not haben, um zu Jesus zu kommen. Wir lesen in Vers 33, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Das muss ziemlich erstaunlich gewesen sein, als dann Petrus oder Andreas, na wer auch immer, dann nach Sonnenuntergang die Tür aufgemacht hat, um vielleicht ein bisschen frische Abendluft zu schnuppern, und die ganze Stadt stand vor der Tür. Die ganze Gasse, alles war voller Menschen, alle wollten zu Jesus. Vers 34, und er heilte nicht nur ein oder zwei. Er war nicht wie Stars, die ein paar Autogramme geben und dann wieder davon gehen. Nein, er nahm sich Zeit. Er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Am Vormittag hat er einen Dämon ausgetrieben. Am Nachmittag eine Kranke geheilt. Aber jetzt am Abend heilt er viele Kranke und viele Besessene und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Das natürlich ein Rückgriff auch auf das, was am Vormittag im Gottesdienst in der Synagoge passiert war, als dieser Dämon gesagt hatte, du bist der Heilige Gottes, wie wir in der letzten Folge ja schon analysiert und gesehen haben. Und auch hier sagt uns der Lukas, dass Jesus nicht einfach nur allgemein die Menschen ansprach, sondern dass er sie berührt hat. In Lukas 4 und dort Vers 40, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Jesus kam den Menschen nahe, sehr nahe. Vers 41, es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Wir haben schon gesehen, dass Jesus es vermieden hat, für eine lange Zeit, vor allem im Kontext der Juden, sich selbst als Messias zu bezeichnen, weil sie so falsche Vorstellungen hatten von der Aufgabe des Messias. Aber interessant ist dieser Satz, den die Dämonen sagen. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Dieser Satz ist sehr interessant, weil er an anderer Stelle in der Bibel in einem ganz anderen Kontext nicht nur vorkommt, sondern ganz anders bewertet wird. Schauen wir mal in Matthäus Kapitel 8, in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16 und dort Vers 16 auf die Frage, als Jesus fragt, was sagen die Menschen, wer ich bin, und die Jünger dann antworten, Johannes der Täufer, Elia, der Jeremia, einer der Propheten. Und Jesus dann nachfragt, für wen haltet ihr mich? Da lesen wir in Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn man mal dieses Wort lebendig noch wegnimmt, ist es identisch mit dem, was die Dämonen vorher in Kapernaum gesagt haben. Doch während den Dämonen gesagt wird, haltet den Mund, verstummt und sie nicht reden durften, sagt Jesus dem Simon Petrus, der fast dieselben Worte sagt. Glückselig bist du, Vers 17, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann, du bist Petrus, und auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Wir finden hier zwei Geschöpfe, Dämon und Petrus. Beide sagen fast identisch
identisch dieselben Worte. Und was den Informationsgehalt der Worte betrifft, liegen sie auch beide richtig. Trotzdem wird das eine als Hindernis für die Verbreitung des Evangeliums gestoppt, das andere gilt als das Fundament der Evangeliumsverkündung der Gemeinde überhaupt. Offensichtlich kommt es nicht nur auf die richtigen Worte und den richtigen Informationsgehalt der Worte an, es kommt auf die Motivation an, warum ich diese Worte sage. Die Dämonen sagten richtige Worte, weil sie hofften damit, das Werk Jesu zu stören und gegen Jesus zu arbeiten. Jesus sah, dass Petrus im Gegensatz diese richtigen Worte sagte, weil Gott mit ihm war und ihm diese Dinge offenbart hatte. Wir sehen hier, wie enorm wichtig also es ist, mit welcher Intention Wahrheiten gesagt werden. Die Tatsache, dass irgendwo etwas Wahres steht oder etwas Wahres gesagt wird, ist noch kein Beweis, dass das auch wirklich von Gott ist oder von Gott, die Bewegung, die dahinter steht, von Gott gefördert wird. Die Wahrheit ist natürlich immer von Gott, aber Wahrheit wird missbraucht, sehr oft. So wie im Fall dieser Dämonen. Und Jesus hat dem einen Riegel vorgeschoben. Er wollte nicht, dass die Wahrheit missbraucht wird und hat ihnen den Mund verboten. Matthäus 8, Vers 16 lesen wir noch zum Abschluss. Da heißt es hier, Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Hier sehen wir wieder den Fokus auf das Wort. Wir sahen bei Lukas auch, dass er die Hände aufgelegt hat, aber hier sehen wir wieder das Wort. Und so sehen wir, wie auch bei der Heilung der Schwiegermutter von Simon, dass das schöpferische Wort Jesu und die Berührung, Ausdruck seiner Nähe zusammengehen, genauso wie in der Schöpfung, als durch das Wort Gottes das Licht entsteht und trotzdem Jesus den Menschen mit seinen Händen formt. Das Wort und die Berührung, sie gehen einher. Und das sehen wir hier auch in Matthäus. Und dann heißt es in Vers 17, nachdem es heißt, er heilte alle Kranken, Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen oder besser aufgenommen und unsere Krankheiten getragen. Damit macht Matthäus etwas deutlich, was uns nicht immer gleich sofort beim Lesen von Jesaja 53 bewusst ist, dass nämlich auch die Krankenheilung, die Jesus getan hat, eine Erfüllung von Jesaja 53 sind oder gewesen sind. Dieser Abschnitt Jesaja 53 ist natürlich berühmt dafür als eine der klarsten Prophezeiungen in Bezug auf das Leiden und Sterben des Messias, das Leiden und Sterben Jesu. Lesen wir einmal ganz kurz in Jesaja 53 und dort Vers 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier geht es offensichtlich um den Kreuzestod Jesu. Aber es geht auch um das Tragen von Krankheiten, das Aufsichtladen von Schmerzen. Jesus kam für unsere Sünden, aber die Krankheiten als in letzter Instanz immer auch Folge von Sünde und auch als Illustration für Sünde, wie zum Beispiel auch mit dem Aussatz im Alten Testament, werden hier erwähnt, sodass jede Krankenheilung, die Jesus vornahm, eine Vorschattung dessen war, was am Kreuz von Golgatha dann auf der geistlichen Ebene geschehen würde. Der Jesus, der dem körperlichen Fieber befiehlt, das einen armen Menschen ans Bett bindet, der befiehlt auch dem geistlichen Fieber, das uns vielleicht durchschüttelt, das uns untätig sein lässt, das uns hindert, Gott zu dienen. Und Jesus möchte uns nahe kommen. Er möchte uns mit seiner Hand berühren, mit seinem schöpferischen Wort uns die Kraft schenken, befreit zu werden, geheilt zu werden, sodass wir dann aus Freude und aus Dankbarkeit ihm dienen. In der nächsten Folge, nächste Woche, werden wir dann sehen, dass
Jesus nicht in Kapernaum geblieben ist, obwohl dort jetzt eine Sensation entstand. Anders als in Nazareth, wo ebenfalls an einem Sabbat der Gottesdienst beinahe in der Stein oder in der Ermordung von Jesus geendet ist, so endet dieser Sabbat mit einem Jubelschrei, mit einem Jauchzen, mit einer Glückseligkeit in Kapernaum. Unterschiedlicher könnten die beiden Sabbate in Nazareth und Kapernaum kaum gewesen sein. Aber doch, trotz dieses gigantischen Erfolges sozusagen, dass endlich die Tür des Evangeliums hier aufgestoßen wird in seinem Volk, ist Jesus nicht damit zufrieden, allein in Kapernaum viele Anhänger zu haben. Es treibt ihn, auch andere Städte zu besuchen. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und wollen noch gemeinsam mit einem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir im Evangelium sehen, wie du durch deinen Heiligen Geist, durch das Wirken von Jesus uns offenbart hast, wie du wirklich bist. So möchten wir dich bitten, dass egal mit welchen Sorgen und Nöten wir da niederliegen, dass wir erleben dürfen, dass so wie Jesus die Schwiegermutter des Simon geheilt hat, dass auch wir heil werden. Egal, ob wir außergewöhnliche Probleme haben wie der Dämonenbesessene oder vielleicht gewöhnlichere Probleme wie die Schwiegermutter des Simon. Dein Wort heilt jeden, der es möchte. So möchten wir dich bitten, dass du uns nahe kommst und dass wir Vertrauen in dich gewinnen dürfen, Tag für Tag aufs Neue. Und wir danken dir für all das, was du für uns tust. Wir möchten dir gerne dienen. Im Namen Jesu. Amen. Damit sehen wir uns dann nächste Woche wieder, zur 60. Folge dann. Bis dahin Gottes Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Thank you.